Moin und willkommen zurück zu X4. Da steht sie, die Gladius. Gladius, oh Gott, muss man da mal drum herumlaufen bei der. Die Gladius habe ich ja in der letzten Runde bauen müssen. Okay, kann da rein. Das ist ja unumständlich. Naja, genau, die habe ich in der letzten Runde erbauen müssen. Gladius. Sir. Nach dem unglücklichen Zwischenfall mit der Polizei. Oder ein wenig Glück im Unglück. Ja, und jetzt haben wir halt ein wahrscheinlich besseres Schiff als vorher. Okay. Ja, speichere doch einfach mal. So, wir haben beim letzten Mal ein paar Mitstreiter im Wald, im Weltall gelassen. Die wollen wir jetzt natürlich mal einsammeln. Das Schiff ist noch langsamer. Es ist langsamer, aber es ist besser bewaffnet. Es hat voraussichtlich auch mehr Schilde. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, es hat einen Schildgenerator mehr. Meine ich zumindest. Schauen wir mal. Und auch mal gucken, ob die Polizei noch da ist. Und auf uns wartet. Schon sehr, sehr langsam. Schon ein bisschen enttäuscht von. Habe ich mehr erwartet. Die Terraner-Schiffe, die wirken alle allgemein so ein bisschen, ja, sehr langsam. Und wenn man davor einen überwiegenden Spielstand gespielt hat mit Schiffen der Boronen, ja, das ist schon dann ein gewisser Unterschied. Sage ich jetzt einfach mal so. So, liebe Leute. Da sammle ich euch doch mal ein. Raumanzug. Danke. Breiter andocken vor. Andockerlaubnis erteilt. Den jetzt nicht mitgenommen. Sollte doch normalerweise gehen. Ich habe Platz für zwei Leute. Nicht. Raumanzug. Er müsste hier wahrscheinlich hier jetzt ein bisschen weiter rum liegen. Warum schweben oder was auch immer. Thank you.
auch schon weg. Wohin auch immer der ist. Auto ja, nicht. Eingeschaltet. Dann machen wir unsere Missionen weiter. Matrix 598, da will ich glaube ich nicht hin. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Autopilot ausgeschaltet. Autopilot ausgeschaltet. Volo Mineralien. Ausgeschaltet, okay. Bin ich denn hier? Muss ich hier überhaupt lang? Nee. Nein. Obwohl, doch wahrscheinlich schon. Unbekannte Station. Gucken wir erstmal, was das für eine Station ist. Okay. Auch eine Mission für uns. Dass ich auf sie auch. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Da ist doch noch mal was. Nicht das sein, was ich brauche. Das ist eine Station. Ah, das sieht nach einem Tor aus da drüben. Oder Highway. Orbital Versorgungsbasis. Da sitzt auf jeden Fall auch ein Fraktionsheini drin. Auch wieder ein paar mehr. Also ich müsste eigentlich was finden, was in diese Richtung geht. Baldrick. Unbekanntes Objekt. Das wirkt falsch, aber die auch. Gucken einfach mal, wo es da lang geht. Vielleicht. Erreiche Uranus. Genau, da sollten wir auch hin. Wird es ja wahrscheinlich hier lang weitergehen. Ja, die nur eine gewisse Zeit für die eine Mission. Die Zeit gewonnen? Nee. Ja, wahrscheinlich doch, weil es sind ja. Es ging ja um Lasertürme. Die werden ja gegebenenfalls auch von anderen Sachen zerstört oder zerstören auch irgendwas, was vielleicht wichtig war.
daher ja doch irgendwie zeitgebunden. So, wo sind wir jetzt? Da sind wir. Da müssen wir aber echt nicht hin. Wahrscheinlich da lang und ein bisschen höher. Ich kann allerdings noch nichts entdecken. Okay, das ist neu. Schiff folgen wir auch gegangen, sehe ich gerade. Hokkaido, Mineralien. Drehen wir schon mal wieder so langsam ein. Das würde nicht gegenknallen. Und genau, einfach durch. Erreiche Neptun. Okinawa, Forschung. Baldrick, Medikamentenfabrik. Ah ja, okay. Dann bin ich ja jetzt bei denen, wo ich hin soll. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Autopilot ausgeschaltet. Proteinaufbereitungsanlage. Und auch zu denen, okay. Gucken und scannen wir nebenbei gleich mal. Habe ich eigentlich noch das ganze illegale Zeugs bei mir? Ja. Hören wir auf damit. Und machen das dann quasi auch weg. Sicherheitscontainer. So, wo ist das Leck? Signal verloren. Provision freigeschaltet. Wartungsschiff. Und hier rum geht's. Kurzstreckentransporter.
Wie viele muss ich? 8. Andockerlaubnis erteilt. Andocken abgebrochen. Wenn ich andocke. Kurzstreckentransporter. Bekannter Krimineller. Wartungsschiff. Na gut, wenn das so weitergeht. Sind die 8 ja schnell erreicht. Illegale Waren auf Drohne hin. Identifiziere kriminelle Schiffe. Kurzstreckentransporter. Kurzstreckentransporter. Ja, gerade ein Jahr an Dinge hätte ich ja selber auch verkaufen können, ne? Das meiste davon. So, komm, einer noch. Schmugglerschiff in der Nähe entdeckt. Danke, danke. Es sind aber nochmal 2. Wartungsschiff, Kurzstreckentransporter. So, die Mission ist erfüllt. Ist hier sonst noch was? Nee. Dann. Quatsch hier. Der Moderat. Grüne Schuppe 1. Ist immer noch das. Machen wir natürlich nicht. Das zerstöre Yaki-Schiffe. Wo sind denn die wohl? Weiß es nicht. Wir machen es mal da weiter. Autopilot. Ein Danke für Ihre Hilfe. Sehr gerne. Guck mal, sind ja jetzt schon Freunde. Soll ich nur noch einen Fraktionsrepräsentanten finden? Okay, der ist nicht hier. Okinawa, Forschung. Oh, da links ist nochmal ein Sprungtor. Müsste das eigentlich auch in deren Gebiet rübergehen, glaube ich. Hier ist nochmal ein Dock. Was haben wir hier? Reparieren. Das will ich auch machen. Autopilot ausgeschaltet. Spät dran. Zu Ihrem Glück haben wir technische Schwierigkeiten. Ich habe Ihre Akte überflogen und ich muss sagen, dass es eine interessante Lektüre war. Eins sollten Sie wissen. Um einen Auftrag zu bekommen, der Ihrer offensichtlichen Fähigkeiten würdig ist, müssen Sie mich persönlich beeindrucken. Während wir auf die Abreise warten, könnten Sie vielleicht Ihren Einfallsreichtum demonstrieren. Ich brauche einen Artikel, der auf dem allgemeinen Markt nicht oft zu finden ist. Sollten Sie es finden, haben Sie mit Sicherheit mein Interesse geweckt. Ich werde ein paar Details übermitteln. Sir. Gladius. Mist, die Dinger habe ich gerade über Bord geschmissen. Aber dann, weißt du was, dann gehe ich nochmal... einsammeln. Die sind ja irgendwo da drüben. Damit Sie ohne meine Anleitung nicht völlig verloren sind, habe ich einen potenziellen Ort markiert, an dem Sie den Gegenstand vielleicht finden können. Überprüfen Sie Ihre Karte auf diese Details. Diese Artikel stammen oft von den Xenon, aber es wäre nicht sehr professionell von mir, Sie zu ermutigen, sie aufzusuchen. Da gibt es einen Schwarzmarkthändler. Verrückt. Er möchte AGI-Technologie erwerben. Es scheint, dass wir seine Anklageliste um Erwerb illegaler Materialien erweitern können. Machen Sie weiter. Wir können es uns nicht leisten, ihn jetzt misstrauisch zu machen.
Ich brauche diesen Schwarzmarkthändler ja eigentlich nicht, wenn ich weiß, dass da drüben... Autopilot. Ein Autopilot. Ausgeschaltet. Ich umschweben, ne? Medikamentenfabrik. War das hier? Despawned. Na gut. Autopilot eingeschaltet. Nichts mehr zu sehen von irgendwelchen Kanistern, die da rumfliegen. Also wir hin. Notfallverpackung N. Autopilot ausgeschaltet. Das ist ein Xenon gewesen. Sicher, Polo, Mineral M. Ich nicht so viele Schilde opfern. Aber ich würde schon gerne noch irgendwie mitmachen. Jetzt der Kanister. Gian, Kukri, Notrationsverpackungsanlage. Alle dabei. Undock-Erlaubnis erteilt. Okay. Erfolgreich angedockt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Wenn unsere eigenen Informationen korrekt sind, dürften Sie den Händler in der Bar finden. Ich muss ja echt jedes Mal... Naja, oder kriechen geht auch. Okay. Guten Tag. Ma'am, Crewmitglied. Hallo. Auf Wiedersehen. Captain, Besatzungsmitglied, den Hallo. Kann man wahrscheinlich wieder anwerben, ja. Mach ich auch einfach mal. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in mich. Schwarzmarkthändlerin. Guten Tag. Gar keinen Platz, deswegen konnte ich die nicht einsammeln. Kann ich helfen? Bitte sehr. Jetzt habe ich vergessen, was wollte der haben? Prozessor. Bitte sehr.
Na. Gut. Bitte sehr. Viel Glück da draußen. Das ist also ein Schwarzmarkthändler, alles klar. Will ich aber trotzdem mal gucken, warum habe ich keinen Platz an Bord für Leute? Einer frei. Guten Tag. Okay, das macht für mich jetzt mal wieder keinen Sinn. Gladius. Sir. Der hat eine Mission. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Wir machen aber erstmal das fertig. Autopilot eingeschaltet. Wo will der hin? Orbitalfabrik, Silikon-Medikamentenfabrik. Okay, die beiden sind noch unbekannt. Orbital-Logistik-Dock. Erlaubnis erteilt. Ich weiß nicht, warum der dann immer automatisch nochmal den Reiseantrieb aktiviert, wenn der Autopiloten deaktiviert. Erfolgreich angedockt. Nein. Okinawa, Forschung. Erfolgreich angedockt. Sir.
Gute Arbeit. Sie sind gerade noch rechtzeitig. Wir sind kurz davor, von Bord zu gehen. Schon alles. Wir sind auf dem Weg zu einer Einrichtung, die für die Zukunft unserer Leute sehr wichtig ist. Sie wurde kürzlich durch eine unbekannte räumliche Verzerrung strukturell beschädigt. Deshalb wurden Sie hergeholt. Unsere Ressourcen sind begrenzt, aber unsere Leute sind außergewöhnlich. Ich begrüße Sie im Team. Leider zwingen uns unsere begrenzten Ressourcen zu einem kleinen Umweg. Eine Reihe von Satelliten wurde von den Xenon ins Visier genommen. Es gelang uns zwar, die Angreifer abzufangen, aber mehrere Satelliten sind reparaturbedürftig. Ich werde Ihnen eine Reihe von Satelliten zuweisen, die Sie wieder funktionsfähig machen sollen. Gehen wir an die Arbeit! Ganz spannende Aufgabe. Satelliten. Warum sind es immer Satelliten? Ganz genau. Warum immer Satelliten? Ich muss trotzdem mal hier rausgucken. Nicht so schön für eine Brücke. Ist hier noch nichts. Okay, dann machen wir es gleich so. Gladius. Satellit. Wie sind wir denn darüber gekommen, wenn kein Tor in der Nähe ist? Denken Sie daran, dies ist eine entscheidende Arbeit. Diese Satelliten helfen nicht nur bei unserer Forschung, sie dienen auch als Sensoren im Ziel. Ich bin mir recht sicher, dass dieses Sensornetz auch genutzt wird, um die Aktivitäten des Terranischen Protektorats in ihren Sektoren im Auge zu behalten. Reparieren Sie es ruhig, aber wir werden möglicherweise später Maßnahmen ergreifen. Ach Gott. Jetzt falsch gedacht. Was fällt mir jetzt erst? Ein, dass ja auch der Ausstieg wahrscheinlich echt blöd ist, oder? Gladius. Beziehungsweise wieder Einstieg. Gladius. Das geht. Satellit. Machen wir mal weiter, damit wir mit dem Plot weiterkommen. Gibt das eigentlich auch Geld dafür? Nein. Vorbeigesaust. Erst sieht so aus, als wenn nicht. So. Gladius. Gladius. Undock-Erlaubnis erteilt.
Super spannend. Aber hey, ich habe noch kein Schiff verloren. Schon mal ein Riesenvorteil, vielleicht zum letzten Mal. Das ist eine Schiffswerft. Satellit. Unbekannte näher dran. Station. Okay. Satellit. Da kann man ja gleich mal schauen, was es da so für Schiffe gibt. Im Bereich L und XL. Unbekanntes Objekt. Satellit. Mal langsam runter. Und stoppen. Sir. Ja, komm, lass mich durch. Gladius. Gladius. Undock-Erlaubnis erteilt. Mach ich gleich. Jetzt tatsächlich erstmal gucken. Was dieses Schiffswerft hier anbietet. Ah, sind tatsächlich da drin, ja. Das ist also die Sapporo. Akita. Nagano. Kennt man auf jeden Fall auch. Die sehen hier jetzt bei denen komischerweise nicht so aus wie erwartet. Der jetzt wahrscheinlich, ja. Bergbaubasisschiff Schiffer. Ist das XL Schiffer? Tatsächlich.
Na gut. Ein paar ein wenig anders, als ich erwartet hatte. Autopilot eingeschaltet. Eigentlich müsste ich bei Gelegenheit mal, ja, wenn es die finanziellen Mittel zulassen, einem Raumdoc schon mal eine Schiffe oder so kaufen. Kyushu. Damit ich schon mal mit einem passiven Einkommen beginnen kann und gleichzeitig natürlich auch die diplomatischen Beziehungen schon mal ein bisschen verbessern kann. Durchs Handeln. Unbekanntes Objekt. Da will ich auch gleich mal durchfliegen, ob das die Verbindung Bolo, rüber ist. Gas. Unbekannte ja. Station. Wichtig zu wissen. Okinawa. Forschung. Andock-Erlaubnis erteilt. Erfolgreich angedockt. Dass man da jetzt grundsätzlich erstmal hingehen muss, ist ja auch Quatsch. Oh, ich muss hier gar nicht lang. Ich warte darauf, dass sie mir sagen, abzudocken. Nö. Nachdem das erledigt ist, können wir endlich mit unserer Hauptaufgabe fortfahren. Ich kann's kaum erwarten. Nicht da wegfliegen, ich will nur durchs Sprungtor. Das ist auch eine Basis. Andockvorgang abgeschlossen. Und da wären wir. Wie Sie wissen, ist dies eine hoch... Jetzt habe ich es ausgemacht. Es war doch schon wieder gesprungen. Habe ich Geld bekommen? Nein. Mal hier anders kommen. So. Gladius. Sir. Wird ja das hier sein, aber ich lässt sich so natürlich nicht reparieren. Das war aber auch nichts zu reparieren. Hier. Seltsame Messwerte auf. Sie kehren besser zum Schiff zurück. Gravitative Scherkräfte. Docking-Klemmen lösen.
Wo sind wir jetzt? Was ist das? Eine große künstliche Struktur? Das befindet sich also auf der anderen Seite des Risses. Es erscheint, als hätte unser Experiment eine bahnbrechende und völlig überraschende Entdeckung zutage gebracht. Assistent, Assistent, hören Sie mich? Oh je, anscheinend verdampft oder selbst durch den Riss gezogen. Und was ist das? Sie da, sind Sie in Ordnung? Sie scheinen ausreichend sicher zu sein. Habe ich recht mit der Annahme, dass Sie eine Verbindung zu dieser Station haben? Ich habe bereits begonnen, ein Remote-Interface zu den Systemen herzustellen und habe anscheinend erheblichen Zugriff. Ich habe so viele Fragen, die ich gerne beantworten könnte, aber leider scheint es, dass ich gehen muss. Sehen Sie, ich sollte derzeit gar nicht an diesem Projekt arbeiten. Es scheint, dass ich im Nachteil bin und Ihnen die Verwaltung der Station anvertrauen muss. Ach, meins, was ist denn? Könnten Sie ein feindlicher Lumme. Agent sein, der bereits mit dem Innenleben dieser Einrichtung vertraut ist. Bitte verwenden Sie es in meiner Abwesenheit nicht für üble Zwecke. Gut, jetzt bin ich hier in profitabler Handel gestrandet. Dann gucken wir mal. Wir sollen bauen. Das geht hier rüber. Nicht das, sondern... Auch nicht das, sondern... Da. Okay. Eigentlich gefallen mir die ja besser. Das wollte ich nicht. Damit lasse ich Sie nicht davonkommen. Wie es aussieht, wollen Sie noch einen Nachschlag? Das wollte ich auch nicht. Also, nochmal das, nochmal das. Mal gucken. Dahin. So, das übernehmen wir. Dann... Das geht ja noch. Dann brauche ich natürlich noch ein Konstruktionsschiff, aber woher soll das denn kommen? Das halte ich nicht mehr länger auf. Na klar. Die andere Frage ist, was bist du? Lumme. Das ist ein Aufklärer, oder? Habe ich hier überhaupt schon einen Kommandanten? Ja, ne? Ja, habe ich sogar. Okay, dann brauche ich da ja eins machen. Ja, dann.
Eher mal. Erkunden. Und ich muss auch weiter erkunden. Weil wir müssen ja irgendwo her. Medikamentenfabrik. Ein Konstruktionsschiff bekommen. Damit wir das auch umsetzen können, was ich hier plane. Ich stelle mir doch die Frage. Okay, Forschung habe ich nicht bekommen, alles klar. Unbekannte Station. Gut, dann erkunden wir kurz mal ein bisschen. Medikamentenfabrik. Ah, super. Nova, Angreifer. Medikamentenfabrik. Er hat eine sehr, sehr, sehr schöne Mission. Was ist das hier? Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Die Tag reisen hier an. Auch interessant. Speichern. Jäger. Königinwächter. Nun, das ist doch ein erfreulicher Anblick. Beeilung, wir werden die Fracht haben. Königinwächter. Satellit. Falke. Verteidiger. Jäger. Okay, wo sind wir? Da sind wir. Nicht sehr freundlich hier, der Sektor. Mal weiter, der andere Junge ist ja hier auch am Erforschen, hier auf der Seite. Wer sind denn die Min? Keine Ahnung. Autopilot eingeschaltet. Was wir natürlich noch mal kurz machen können, ist gucken, ob wir jetzt irgendwo ein Schiff entdecken. Ja, auch nicht, weil hier ist nichts von uns. Unbekannte Station.
Erreiche profitabler Handel 4. Ich habe ja eigentlich gerade gespeichert, dann kann ich doch mal kurz gucken, ob der sein Schiff aufgibt. Jetzt kann ich nicht gucken, weil der Verteidiger. Das ist noch eine Mission, die eigentlich in Ordnung ist. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Habe ich überhaupt irgendwas dabei? Nicht, ne? Ist nichts zu sehen. Auch hier noch mal gucken. Nee. Okay, ich habe nichts dabei. Nicht. E. Mineralien. Diablo-Handel 3, das müsste dann ja da hoch sein. Da muss ich 18 Milliarden finden. Superhighway. Profitabler Handel. 1. Mhm. M. Ja, komm. Bleib mal stehen. So, suchen wir mal nach 18 Milliarden. Da ist das Tor. Oder ein Tor. Ob es das Richtige ist, weiß ich natürlich nicht. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal dahin.
Tranich, E. Mineralien. Palladianium-Gießerei. Palladianium. Okay. Sprungtor, unbekannter Sektor. Geschützkomp, Fabrik. Albatros, Angreifer. Geschützkomp. Unenden. Okay, das war dann doch wieder zu früh abgebremst. Erreiche System 18 Milliarden. Jo. Das speichern wir nochmal. Und dann gehen wir mal auf die Escort-Mission. Unbekannte Station. Was haben wir dann hier eigentlich? Sind Sargonen? Leerer Raum. Da hinten wird gekämpft. Teladisches Werft. Honigfresser. Mineralien. Das einzige Verteidiger. Schiff in der Nähe. Finde ich so schön. Forderung umgehend Verstärkung an. Teladi Schiffswerft. Albatros, Angreifer. Das ist ein Transitionsschiff. Muss ich doch glatt mal testen. Ja. Nehmen wir da das. Helios, E. Sprungt Königinwächter. Beschützer. Sprungtor, profitabler. Der andere, der kriegt mich an, oder? Königinwächter. Oh Gott, bin ich langsam. Königinwächter, Beschützer. Königinwächter. Ach, und die greifen jetzt mich an. Nett. Teladi Schiffswerft. Königinwächter. Der Vorteil der Mission ist eigentlich, dass das ordentlich Geld bei mir bringt, so eine Escort-Mission. Ich hoffe, sie haben sich mein Transitionsschiff da irgendwie zerstört. Und das waren nochmal 30 mehr. Ich werde
Phoenix E. Jäger. Kann ich jetzt auch an? Was soll das? Schwarmwächter. Schwarmwächter. Echt ätzend und schwierig mit so einem langsamen Schiff. Das hat schon mal ordentlich Ansehen gesteigert. Ein bisschen Geld gebracht. 88.000 leider erst. Jetzt passiert ja eigentlich nichts mehr. Chipsfabrik. Illegale Daten auf Drohne entdeckt. Massentransporter F. Smart Chips Fabrik. Ich das denn nicht? Oh. Danke für Ihre Hilfe. So, die Mission müsste eigentlich abgeschlossen sein, wenn der denn mal landet. Was gibt's denn hier?
Sicherheitsschneider brauche ich. Kommen Sie wieder vorbei, wenn Sie Ihre Meinung ändern. So. Ich würde sagen, hier mache ich dann erstmal wieder einen Cut, bevor ich die nächsten Missionen annehme. Weil ich als nächstes wahrscheinlich auch einfach hier diese ganzen Beförderungen einfach mal annehme. Was ist die ganze Sache? Ja, plus zwei. Das ist aber auch beides. Ah, okay, das könnte schwieriger werden. Und dafür müsste ich erstmal wieder den Weg zurückfinden. Genau, und ansonsten würde ich halt erstmal hier unten diese Missionen annehmen. Und das würde ich aber beim nächsten Mal machen. Jetzt geht es darum, Geld zu verdienen, die Station ein bisschen auszubauen, um noch mehr Geld zu verdienen. Genau, und dann schauen wir mal, wie wir das Imperium aufgebaut bekommen. Genau, bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.